Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das schwarze Paket von Raf Camora. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das schwarze Paket von Raf Camora aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Wie wir auf den ersten Blick erkennen können, ist diese Box ein Riesenteil. Also wir haben hier einen riesengroßen Karton, der ist in so einem schwarz-dunkelgrau gehalten. Hier auf der oberen Seite, auf dem Boxdeckel, haben wir einen Sticker im Querformat und hier haben wir den Aufdruck, das schwarze Paket, darunter Raf Camora. Und wir haben hier einen Weihnachtsbaum, allerdings hat dieser Baum keine regulären Nadeln oder Blätter, sondern es sieht so aus wie Federn. Also wer Raf kennt, weiß ja, dass er sehr viel Affinität zu Raben hat und es sieht so aus wie so schwarze Federn, so Rabenfedern. Ansonsten ist die Box ganz schlicht gehalten, also so ein regulärer Karton, einfärbig. Wir werden mal den Boxdeckel abmachen und dann kommen wir zum Innenleben der Box. Wir haben hier einmal einen Sweater mit dabei. Dann haben wir so eine kleine Karte. Dann das Album, in diesem Fall eher eine EP, die schwarze EP. Dann haben wir ein Album, und zwar Zodiac. Einen kleinen Karton. Und dann haben wir ein Poster. So, jetzt ist die Box leer. So sieht die von innen aus. Wir werden die mal zur Seite packen. Und dann starten wir direkt mit der EP an sich. Also, so sieht das aus. Wir lesen hier Raf Camora, die schwarze EP. Also um diesen Tonträger, um diese EP geht es hier eigentlich. Wir haben hier einmal den Interpreten abgebildet mit einem schwarzen Raben auf dem Arm. Im Hintergrund sehen wir einen riesengroßen Mond. Das Ganze kommt in einem Digipack. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 6 Tracks an der Zahl plus alle Instrumentals. Und wir haben lediglich ein einziges Feature und das ist von Raf selbst, in diesem Fall Raf 3.0. Dann haben wir unten die Credits und einen Barcode. Bedeutet, diese EP gab es auch regulär zu kaufen. Ich glaube damals über den Shop. Dann haben wir hier in der Innenseite zwar kein Booklet, aber wir haben hier die Infos zum Album. Also hier wirklich Track für Track aufgelistet, wer das Ganze geschrieben hat, wer das Ganze produziert hat. Dann haben wir unten noch weitere Angaben. Hier gibt es dann nochmal den Mond. Dieser findet sich dann auch hier wieder auf der CD selbst. Wenn sie dann mal rausgeht. Gar nicht so einfach. So, aber jetzt, so sieht die CD aus. Und auf der Rückseite ist das Ganze in schwarz gehalten. So, also so viel zur EP. Dann haben wir, wie wir vorhin gesehen haben, noch einen weiteren Tonträger mit dabei. Und zwar ist das dieses hier. Ein bereits erschienenes Album von Shakusa, Raf und Yoshimitsu, Zodiac. Wie kommt es zu diesem Album? Es gab in dieser Box ein Überraschungsalbum. Bedeutet, das ist rein dem Zufall geschuldet, dass ich dieses Album hier vorgefunden habe in der Box. Es hätte auch irgendein Soloalbum von Raf sein können. In diesem Fall hatte ich eben Zodiac dabei in der Standard-Edition. Das war das Collabo-Album eben von Shakusa, Raf und Yoshimitsu. Kommt in einem regulären Toolcase. So sieht das aus. Und wir haben hier in der Standard-Variante eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tracks mit drauf gehabt. Hier haben wir auch wieder Credits und Barcode. Ja, Booklet werde ich jetzt nicht im Detail durchgehen. Ich zeige euch das nur mal ganz kurz, also schnell durchblättern. Da es, wie gesagt, wirklich nur Zufall war. Zodiac, die Box habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und das war eben einfach noch eine Draufgabe hier zu diesem Album.
Denn diese Box, das schwarze Paket, ist erschienen im Dezember 2014, so Ende des Jahres, und war dann passend so zum Weihnachtsgeschäft. Und dementsprechend ist das hier noch so eine Bonus, eine Überraschungszugabe zu Weihnachten gewesen, dieses Album. Wie gesagt, könnt ihr auch natürlich ein anderes Album erwischt haben, Raff Solo Album, was auch immer. Dann haben wir hier mit dabei einen kleinen Karton, so ein kleines Schächtelchen in Weiß. Und passend zum Thema Weihnachten haben wir dann hier den entsprechenden Baumschmuck dafür. Jawohl, wir haben hier eine schwarze Christbaumkugel. Habe ich so auch noch nie in einer Box gehabt. Also ist für mich eine absolute Premiere, eine Weihnachtsbaumkugel, eine Christbaumkugel hier vorzufinden. Gebrandet hier mit Raff Camora und natürlich seinem Logo, dem Raben. Ansonsten komplett in Schwarz gehalten. Hier oben dann dieser Metallkranz in Silber gehalten, ebenso hier wie diese Öse, damit man das Ganze entsprechend auch an den Baum hängen kann. Finde ich von der Idee her sehr schön, gerade zu Weihnachten durchaus passend. Da kann man dann auch zum Weihnachtsfest Farbe bekennen und Raff am Weihnachtsbaum repräsentieren. Dann haben wir dieses kleine Kärtchen hier, das ist so ein Papiereinleger. Hier haben wir einmal so einen Weihnachtsbart, dann lesen wir hier Merry Christmas Merch Store und auf der Rückseite passt nicht, gefällt nicht, schmeckt nicht, fliegt nicht, soll es geben, Rücksendungen sind natürlich kein Problem, okay. Also so ein kleiner Infozettel zu dieser Box, falls es irgendwie nicht gefallen sollte oder falls vielleicht das Kleidungsstück in der falschen Größe ausgesucht wurde. Und beim Kleidungsstück sind wir dann auch schon. Das war in diesem Fall ein Sweater. Passend zur Jahreszeit, im Winter ist es ja dann doch eher kalt. Da fängt man mit einem T-Shirt dann nicht ganz so viel an, deswegen hat man hier einen Sweater mit dabei. Dieser ist in Schwarz gehalten, dann haben wir hier wieder riesengroß mittig den Mond abgebildet, mit dem Raben davor und dann hier darunter noch die Unterschrift von Raff Camora. Wir erinnern uns, das ist ja auch mehr oder weniger das Cover der EP gewesen. Also Raff fehlt in diesem Fall, aber der Rabe hier im größeren Format direkt vor dem Mond. Dann haben wir hier unten, so wie natürlich auch an den Ärmeln, das Ganze hier so schwarz gerafft. Also hier die Bünde, ebenso oben. Auf der Rückseite ist der glatt schwarz. Und wir haben es bei diesem Pullover zu tun mit einem Gilden Heavy Blend in der Größe M. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Größe war damals frei wählbar. Ich habe mich damals für M entschieden. Und wir haben es hier zu tun mit 50% Baumwolle und 50% Polyester. Und das Ganze ist made in Honduras. Grüße gehen raus. Dann packen wir den Pullover wieder zusammen. So. Und dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Und das ist ein Poster. Dieses ist echt riesengroß, also ich glaube vor allem dem Poster, aber natürlich auch dem Pullover, aber vor allem dem Poster ist diese Riesenbox, dieser Riesenkarton geschuldet gewesen. Denn wir haben hier ein Poster, ich glaube es ist Format A1 circa von der Größe her und es ist wirklich nur zweimal gefalten, also einmal quer und einmal längs. Deswegen haben wir hier selten oder für diese Größe entsprechend wenig Knicke drin. Und auf diesem Poster hier, natürlich wieder in Schwarz gehalten, haben wir dann Raff mit dem Raben. Kleiner Unterschied zum Cover der EP, hier haben wir dann Raff wirklich sichtbar. Also auf dem Cover der EP war es eher so schattig das Ganze und nur die Silhouette mehr oder weniger. Und hier sehen wir dann wirklich Raff und den Raben in seiner ganzen Pracht. Und hier unten haben wir dann auch noch den Camora Schriftzug. Ja, also das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Und einen weiteren Inhalt gab es in dieser Box noch. Leider hatte ich damals keine dabei. Und zwar hatten wir eine Autogrammkarte. Die war auf der einen Seite in diesem Stil hier gehalten. Also genau so gestaltet. Und auf der Rückseite blank weiß mit einer schwarzen Unterschrift von Raff Camora. Die Weihnachtskarte kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil ich die nicht habe. Ja. Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster im Hochformat, einseitig bedruckt. Dann der Sweater, meines Wissens war die Größe damals frei wählbar.
Dann haben wir das Überraschungsalbum. Wie gesagt, bei mir war es Zodiac, bei euch kann da durchaus was anderes drin gewesen sein. Dann haben wir diesen kleinen Karton hier mit der schwarzen Christbaumkugel, diesen Flyer, diesen Papiereinleger, sowie natürlich die schwarze EP an sich mit insgesamt 6 Tracks plus 6 Instrumentals. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, das schwarze Paket von Raf Camora. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der EP bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Raf Camora unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.